75 Jahre John Carpenter. Und zum Anfang gibt es gleich das Ende. Jedenfalls nach dem deutschen Titel. Allerdings auch nicht der erste, denn zuerst erschien dieser Film 1978 im Kino unter dem Titel Assault, Anschlag bei Nacht. Da lief er allerdings nur so mittelmäßig. Nach dem großen Erfolg von Die Klapperschlange wurde er allerdings auf Video veröffentlicht unter dem Titel Das Ende. Und da war er dann ein Riesenerfolg. Ein stillgelegtes Polizeirevier, das belagert wird. In dem befindet sich noch ein Schwerverbrecher sowie einige Gesetzeshüter und die müssen sich gegen wild gewordene Horden von außen verteidigen und um ihr Leben kämpfen. Wenig Budget, sehr wenig, um ganz ehrlich zu sein, dafür aber jede Menge Action und wahnsinnige Spannung.